die Hoffnung stirbt auch zuletzt. Und irgendwie lebe ich auch sehr mit diesem wikipedianischen Ideal, gehe von guten Absichten aus. Das ist irgendwie das, was ich, glaube ich, auch von der Wikipedia, die so ein tolles Urschleimprojekt ist, an das ich noch absolut glaube, obwohl ich weiß, da laufen Dinge nicht gut, da müsste ganz viel passieren, was Diversity, Frauenanteil, Wissen von aus anderen Ländern, aus anderen Wissenskontexten müsste da passieren. Und trotzdem ist ein super Projekt, was ich auch nicht aufgeben würde dafür. Und dass es das gibt und dass alle da Zugang zu haben können und dass es sich immer noch verbreitert zum Beispiel. Und immer noch, für mich ist das so ein lebendiger Ort, an dem jeden Tag ich mich mit diesem Ideal, gehe von guten Absichten aus, davon gehen die meisten Wikipedianerinnen und Wikipedianer aus, daran setze und versuche, die Welt ein Stück besser zu machen. Und deswegen ist für mich die Wikipedia zum Beispiel eins von diesen Projekten, das mir zeigt, okay, die Welt ist noch gerecht und es gibt noch diesen Zugang und wir haben noch die Chance und sie ist so toll und jeder kann mitmachen und das jeden Tag neu. Also solange die Server laufen, glaube ich noch daran und bin ich überzeugt davon und das sehe ich auch genauso bei so Räumen wie zum Beispiel auf Twitter oder manchmal auch auf Facebook. Aber ich glaube auch, wir dürfen uns gar nicht so eng da machen und uns nur auf die sozialen Netzwerke fokussieren, sondern die wieder weitermachen und uns neue Orte zu suchen. Und die Menschen, die sozusagen die Wikipedia zum Beispiel mit gegründet haben, sind vielleicht jetzt schon woanders und sitzen an anderen Dingen und brauchen Unterstützung. Und dann würde ich sagen, hin da.